Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Campi Flegrei. Wir haben den 9.05.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich mit euch darüber quatschen, warum ich die Solfatara am stärksten in Verdacht habe, dass es dort in Zukunft zu einer Eruption kommen könnte. Ja, ich betone könnte. Ich lege mich allerdings nicht mehr in meinen Updates darauf fest, dass es in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zu einer Eruption kommen könnte oder vielleicht noch länger, sondern wir haben momentan eine Situation da unten vor Ort, die nicht mehr so ganz einzuschätzen ist. Also es ist nicht mehr so einfach, diese Situation zu beurteilen, ja, dass ich mich wirklich nicht mehr darauf festlegen möchte, ey, es könnte jetzt in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren erst losgehen. Darauf möchte ich mich nicht festlegen. Denn aktuell haben wir eine Situation, wo ich selber auch sagen würde, dass es täglich losgehen könnte. Ja, das soll keine Panik schüren, aber wir haben eine seismische Krise, die so schlecht einzuschätzen ist. Ne? Die hat jetzt im letzten Monat begonnen, ja, ab Anfang April. So, und es hat sich immer peu à peu weiter nach oben gesteigert und wir hatten immer mehr Phasen dazwischen, wo sich auch mehrere Erdbeben manifestierten, die im höheren Magnitudenbereich gelegen haben. So, unter anderem hatten wir auch am 14. April insgesamt 3 Erdbeben im Bereich der Solfatara, die eine Magnitude von über 3,0 hatten. Ja, einmal ein 3,7 in 2,5 Kilometern Tiefe, ein M3,0 in 2,4 Kilometern Tiefe und ein M3,1 in 2,8 Kilometern Tiefe. Wir liegen hier schon im Bereich, würde ich sagen, unter des hydrothermalen Systems. Ja, also es baut sich dort unten ein enormer Druck auf. Ja, und solche Erdbeben können sich dann an der Oberfläche zeigen, wenn wir im Untergrund Gesteine haben, die brechen durch den enormen Druck. Ja, und dann können auch jetzt schon mal Erdbeben entstehen, die in einem höheren Magnitudenbereich liegen. Denn wir wissen, wir sind mit unserem Deckgestein unten im Untergrund an der dehnbaren Belastungsgrenze angekommen und das Deckgestein wird immer spröder. Ja, so, und dann kann es auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, das hatte ich auch damals schon bei meinen Updates erwähnt, dass ich jetzt Zeiten vermute, wo wir auch höhere Magnituden öfters sehen könnten. Ja, und das hat mit diesem mit der Belastung des Deckgesteins zu tun einfach. Und es können immer mehr Gesteine brechen und der Druck wird immer enormer. Und wir haben es auch in der letzten Zeit sehr gut an der Picciarelli-Fumarole erkennen können. Ja, diese liegt direkt hier. Direkt gegenüber liegt die Grande Fumarole. Die ist allerdings nicht so aktiv und die Picciarelli-Fumarole ist die aktivste Fumarole. Dort werden Temperaturen immer zwischen 94 und 96 Grad gemessen, laut des wöchentlichen Bulletins. Und jetzt müssen wir da erstmal abwarten. So, und ich vermute jetzt die Solfatara, die habe ich wirklich sehr stark im Verdacht, wenn es jetzt in der nächsten Zeit zu einer Eruption kommen sollte, dass es dort zu einer Eruption kommt. Und dies hat auch einen ganz besonderen Grund, warum ich das vermute. Erstens haben wir dort einen von mir genannten Erdbeben-Hotspot. Das ist einmal dieser hier. Ja, ein sehr großes Erdbebengebiet, wo sich die meisten Erdbeben in der letzten Zeit manifestierten und die Solfatara liegt dort genau im Mittelpunkt. Allerdings haben wir dort auch eine gemessene Bodenhebung, dazu schalte ich jetzt das einmal wieder aus, so eine gemessene Bodenhebung, die vom RITE-GPS, ja, gemessen wird. Wir haben insgesamt 4 GPS-Messpunkte in diesem Gebiet, was jetzt hier gelb eingefärbt ist. Und das RITE-GPS misst die stärkste Bodenhebung. Unter anderem haben wir ja auch im letzten Monat eine beginnende Krise gehabt. Und seitdem wurde ein Anstieg der Bodenhebung intern dieser 3-4 Wochen von 3 Zentimetern festgehalten. Das ist normalerweise ein Wert, den wir innerhalb von 3 Monaten erreichen. Dieser Wert wurde aber jetzt hier innerhalb von einem Monat erreicht. Das heißt, wir haben eine beschleunigte Bodenhebung, die sich verdreifacht hat im Gegenzug von davor. Ja, wir hatten davor immer so 10 mm pro Monat, 10, 11 mm. Und jetzt liegen wir aktuell in einem Rhythmus, wo sich der Boden um 3 cm pro Monat gehoben hat. Und das ist natürlich schon enorm. Und ich gehe davon aus, ne, dass wir hier im Untergrund, also hier, wo das RITE-GPS ist, den Hauptdruck haben. Ne? Also wir haben unten eine Magmakammer, die wächst immer größer, der Druck wird immer größer, das Deckgestein dehnt sich immer weiter. So, und in diesem Bereich haben wir
den größten Druck im Untergrund. Das heißt, das bläht sich immer weiter auf. Und es muss aber auch nicht sein, dass wir dann hier punktuell, das zeichne ich euch jetzt einmal gerade hier ein, dass wir jetzt hier in dem Bereich, wo die stärkste Bodenhebung gemessen wird, dass es hier punktuell auch zu einer Eruption kommen könnte. Ja, das heißt, wir könnten im Untergrund auch eine Magmenverteilung durch Magmengänge haben, ja, die das Ganze dann auch zur Solfatara schicken. Ja, da lege ich mich nicht zu 100% drauf fest. Es kann auch sein, dass das hier in Gebieten von anderen Kratern, zum Beispiel hier im Agnano-Krater oder Astroni-Krater, dass es dort stattfinden könnte. Das wissen wir tatsächlich nicht. Wir sind jetzt in einer Epoche der Menschheit, wo wir noch keine Eruption der phlegräischen Felder erlebt haben. Die letzte Eruption war der Monte Nuovo von vor gut 500 Jahren. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt diese Situation erstmal komplett neu einschätzen, ne? Und vor allen Dingen auch die Vulkanologen, das INGV unten, wir haben hochmoderne Messapparate, die dies halt wirklich schon sehr gut messen können. Allerdings haben wir noch keine Situation an den phlegräischen Feldern erlebt, wo es zu einer Eruption gekommen ist. Das heißt, wir haben hier für uns ein komplett neu vulkanisches Gebiet, was noch nicht so zu 100% erforscht ist, da es dort in der letzten Zeit keine Eruption gab. Und das ist einfach das Problem. So, und ich habe aus diesem Grund die Solfatara im Verdacht. Ne, sie liegt in dem Erdbeben, von mir eingezeichneten Erdbeben-Hotspot. Das war dieser hier, genau. So, und die Solfatara bezieht sich anhand dieses Hotspots und auch anhand der Bodenhebung immer genau auf den Mittelpunkt. Ja, das könnt ihr hier jetzt erkennen. Ich habe das jetzt hier überlappt, den roten und den gelben Bereich. Und die Solfatara ist immer so der Kern des Ganzen. So, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir in Zukunft eine Eruption, wenn es zu einer Eruption kommt, eine beobachten können im Bereich der Solfatara. Mein Gott, was ist heute los? So, das blende ich jetzt noch einmal hier aus. So. Ja, so sieht das ganze Geschehen jetzt aus. Die Erdbebenaktivität hat jetzt aktuell wieder etwas nachgelassen, aber ich gehe davon aus, dass dies jetzt nicht von langer Dauer sein wird, dass es jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall wieder zu einem Schwarmbeben kommen könnte, denn die Abstände dazu werden auch immer kürzer. Die Panik bei den Menschen wird dadurch auch immer größer, wodurch sich auch meine Postfächer immer weiter füllen. Ja, hey Patrick, was ist da los? Kürzere Abstände bei seismischen Krisen haben nichts zu bedeuten. Ja, also dass es dort jetzt in der nächsten Zeit zu einer Eruption kommen könnte, ne, weil wir müssen hier verschiedene andere Intervalle beobachten. Ne. Gibt es wirklich aufsteigendes Magma aus großer Tiefe? Viele gehen ja davon aus, dass wir Magma schon in so 3-4 Kilometern Tiefe haben. Wiederum andere Vulkanologen legen sich darauf noch nicht fest. Andere Vulkanologen, ich habe jetzt die ganzen Namen nicht im Kopf, gehen aber auch schon davon aus, dass wir schon in 2 bis 2,5, 3 Kilometern Tiefe Magma haben könnten. Das ist wirklich eine Situation, die sehr schlecht einzuschätzen ist einfach. Und was mir es auch wirklich erschwert, solche Videos zu machen, wo ich auch sehr viel spekulieren muss und euch auf jeden Fall so einfach wie möglich erklären kann, wie der Vulkanismus dort unten funktioniert und auch anhand von grafischen Darstellungen, die ich euch immer einblende. Ja, so, ich hoffe mal, dass ich euch jetzt das Gebiet so ein bisschen vorstellen konnte und warum ich davon ausgehe, dass wir an der Solfatara eine Eruption in der nächsten Zeit erleben könnten. Ne? Aber keine 100% genaue Sicherheit darauf. Es könnte auch der Agnano-Krater werden, der Astroni-Krater, ne? Und vielleicht könnte es auch sogar wieder eine Eruption am Monte Nuovo werden. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht genau zu 100%, wie die Magmenverteilung im Untergrund aussieht. Ja, anhand meiner grafischen Darstellung konntet ihr das auf jeden Fall erkennen, dass wir einen großen Magmenkörper im Untergrund haben in gut 9 bis 10 Kilometern Tiefe, 8 bis 10 Kilometern Tiefe. Und es gehen aber jetzt schon halt viele Vulkanologen davon aus, dass sich schon Magma in ungefähr 4 bis 5 Kilometern Tiefe akkumuliert hat, wodurch auch die Aktivität der Pichiarelli-Fumarole stark beeinflusst wird. Unter anderem habe ich auch in meinen vergangenen Updates von euch mit euch besprochen, was ist los heute? Mein Gott, ich habe heute schon wieder so einen kleinen Stotteranfall. Haben wir hier im Bereich des Golfes von Pozzuoli eine Störungszone? Ja, wir haben die subduzierende Erdplatte, also die afrikanische Platte, die unten bei Sizilien unter die eurasische Platte subduziert. Und wir haben hier in dem Bereich eine Störungszone, die unter anderem auch den Vulkanismus der phlegräischen Felder beeinflussen könnte. Ja, da dort überlappen sich diese Gesteinsmassen im Untergrund, diese Gesteinsschichten, durch diesen enormen Druck, der an der Subduktionszone aufgebaut wird.
Ja, und dadurch kann es auch passieren, dass es in der nächsten Zeit zu einem Vulkanausbruch kommen könnte, denn unsere Plattentektonik kann Vulkanausbrüche triggern. Wir sprechen hier nicht nur von Subduktionszonen, wo der meiste Vulkanismus der Erde entsteht, sondern wir haben hier auch andere Plattengrenzen. Wir haben divergierende Plattengrenzen, die auseinandergezogen werden, wie oben in Island zum Beispiel, auf Island zum Beispiel. Und da kann auch ein Vulkanismus entstehen. Das sieht man auch sehr gut. Island ist die vulkanisch aktivste Insel weltweit. Ey, was ist heute los? Mein Gott! Ich verspreche mich, Junge, ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich echt so viele Videos in der letzten Zeit gemacht habe. So, deswegen werde ich auch das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Ich freue mich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Ihr dürft mir gerne einmal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von dem ganzen Thema haltet, ob ihr auch die Solfatara in Verdacht habt. Das würde mich brennend interessieren. Ihr dürft gerne auf meinem Kanal und auf den Kanälen meiner Partner ein kostenloses Abo abschließen, wenn ihr uns und unsere Arbeit noch nicht kennt. Und da würden sie sich auf jeden Fall auch sehr freuen. Einmal bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Und ihr dürft auch gerne die Seite vulkane.net besuchen. Das ist meine Infoseite von Marc Segler. Dort werden jeden Tag Berichte veröffentlicht und ihr werdet zum Thema Vulkanausbrüche auch immer auf dem täglich aktuellsten Stand gehalten. Macht es gut, ich bin raus, euer Patrick von Lidom Produktion. Und ich werde euch versprechen, beim nächsten Mal nicht so viel zu stottern.